Entschuldigt für den abrupten Stopp der Aufnahme, aber ihr wisst ja, nur 10 Minuten aufnehmen. Ja, nicht gerade so toll, aber was soll ich denn gegen machen? Genau dann. Ja, aber soll nicht so schlimm sein, sondern soll ja eh nur Spaß machen hier das Spiel, ne? Victory. Dann benutze ich mal Lemacy. Oh, ach toll, ich habe damit den Gegner, den Endboss aufgedeckt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann ich den so schaffen? Auch nicht mit dem Get in There. Ach, wieso benutze ich denn meine Vunaya Warft nicht, aber. Crap, egal, ich trinke einmal einen Heiltrank. Das soll nicht so schlimm sein. Jetzt mit dem Get in There mache ich ihn nämlich fertig. Einmal Heiltrank verbraucht ist nicht das Allerschlimmste. So, mal gucken. Da habe ich jetzt schön viel XP für gekriegt. Und deswegen gucken wir gleich mal nach nächsten Feinden, die zu spüren bekommen, wie schlimm ich doch bin. Muahaha. Da ein Level 1er. Oh, wie toll. Den hier kann ich mit einem Get in There besiegen. Das ist doch mal epic und Level 4. Damit hau ich den Gublob weg. Muss ich mal gucken. Ja, tue ich. Nicht schlecht, man. Mehr Leben. Mehr Maximalleben ist immer gut. Den Fünfer. Der hat einen First Strike. Den hier würde ich ja gerne weghauen, aber. Ich benutze einen Vunaya Warft. Und dann kommt so ein fucking Mana Burn Gegner. Immer diese. Oh, hier sind ja ein paar Gegner, die es verdient haben, weggehauen zu werden. Noch ein Mana-Trank. Den hier probiere ich jetzt aus. Oh, ne. Death. Crap. Ich hau ihn einfach jetzt weg. Oh, mir fehlen noch drei. Oh, ich hab Mana Burn und Poisoned. Das ist ja mal gar nicht toll. Och, Mann. Ich hätte eine Religion beitreten müssen. Pfui. Mann, immer diese leicht. Diese leicht. Ich dachte, ich wäre beigetreten, aber war ich natürlich nicht. Ich hoffe mal. Wieso. Ach, der macht nur einen Schaden und ich habe eine 50% Resistance. Hahaha. Das ist ja mal nicht schlecht. Tiki-Toki? Nein, kein Tiki-Toki. Tiki-Toki ist Crap. Tiki-Toki will ich nicht. Tiki-Tiki-Tiki-Toki, Tiki-Toki klingt aber doch schon sehr lustig. Alter, was sind denn das hier alles? Okay, was kann ich hier? Experience, 10 Bonus Experience. Extra Experience per Kill. 10 Maximum Mana. Little is known. Ach, warte. Was laber ich da? Nee, das ist nicht gerade so eine tolle Religion. Mann, ich hatte gerade diese schöne Glowing Guardian hier. Und was mache ich? Ich gehe nicht rein. Nee, Bullshit. Egal, ich habe zumindest vor allem schön viel. Das. Nee, ich habe Mana Burn. Oh, crap. Trollhearts. Der ist immer toll, der Trollhearts. Ich meine, diese Kack-Gegner mit dem Poison und so. Einen brauche ich noch. Am besten so einen schlechten Poison-Gegner. Die nur darauf aufbauen, dass sie Poison haben. Genau den hier meine ich. Super. Kommen jetzt irgendwelche Gegner, die besiegbar sind. Nee, kein einziger Gegner in diesem Gang. Und das hätte ich alles zum Erkunden nutzen können. Pfui, sage ich dazu nur. Pfui, pfui, pfui. Immerwall. Konverte ich gleich zu einem Heiltrank. Ich bin doch Halbling, habe ich nie umgestellt. Also sollte ich das sein. Und der Endboss hier. Ich bin mal verschissen, weil ich aus Versehen den Endboss angegriffen habe. Es war nicht gerade so toll. Komm, hier irgendein Gegner, Mann. Komm, ich will doch nur ein paar Gegner. Ein paar Gegner hier. Das wäre doch nicht schlecht, wenn hier mal so ein paar Gegner auftauchen würden. Genau hier. Komm, noch ein einziger Einser würde reichen. Warte, ist noch ein Zweier irgendwo auf der Karte? Nee, aber ein Dreier. Und wenn der Dead steht, benutze ich einfach Burn Duress.
Und dann ist er vollkommen weggeklatscht und ich habe das Level ab. Und dann hau ich den hier doch gleich mal. Mana Burn. Wieso habe ich den nicht benutzt zum Aufsteigen? Tauroc. Da muss ich Tauroc nehmen. Na, aber der nimmt mir mal Mana weg. Aber mit dem Rage, mit dem 50% Bonus Damage. Aber das bringt's vor allem bei diesen Priestern nicht. Weil der einfach schon so einen scheiß 20% Abzug auf den Damage hat. Und das ist so crap. Da behalte ich lieber meinen Mana für die Sprüche. Aber das war der letzte Schrein hier. Also ist das diese Runde eigentlich auch schon wieder so gut wie für den Arsch. Dann könnte ich theoretisch schon wieder gleich eine neue starten. Aber das will ich jetzt auch nicht tun. Ja, und jetzt komme ich natürlich nirgendwo raus. Da muss ich wieder irgendwelche random Gegner hier besiegen. Der reicht zum Level ab. Dann hau ich ihn hier weg. Nein, ein Fine Sword will ich jetzt nicht haben. Wieso habe ich ihn nicht weggehauen? Egal, reicht auch. Einmal Heiltrank reinkippen. Uff. Müll, Müll, Müll. Hier ein Dreier, den kann ich auch so noch wegkloppen. Ein einziger Zweier wird mir jetzt noch reichen. Und hier sind einfach keine. Hier sind einfach keine. Ich muss hier wieder einen Heiltrank kippen, weil ich sonst wieder nicht schaffe. Und jetzt habe ich es wieder, jetzt habe ich es geschafft. Gublob. Geh sterben. So. Jetzt habe ich wieder voll. Ja, tolles Deutsch. Ich habe wieder voll. Das ist aber so. Wie viel kostet mich der Burn Thy Wrath 6? Das ist gut. Dann kann ich einmal Burn Thy Wrath, zweimal Burn Thy Wrath. Zack, zack und Death. Crap. Oh Mann. Bullshit. Egal. Ich höre jetzt einfach auf. Aber wir sehen uns bald dann auch wieder. Weil ich Bock drauf habe. Warte, was braucht man dafür? Gain access to all of the playable races to attempt this campaign. Yay. Crypt Challenge, Library Challenge. Nee. Egal. Ich werde das alles irgendwann noch schaffen, aber jetzt noch nicht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ciao.